Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, dies ist die heutige Botschaft der Galaktischen Föderation. Die Finanzsaga in Europa ist noch lange nicht zu Ende, und ihre Auswirkungen werden sich weit und breit ausbreiten. Wir von der Galaktischen Föderation haben kein besonderes Verlangen nach dem Ergebnis, aber wir sehen die Gelegenheit, den endgültigen Plan vorzulegen, der euch vom alten Paradigma befreien wird. Es wird sich auf die eine oder andere Weise manifestieren, da es kein Zurück zu den alten Methoden der Verwaltung ihrer Angelegenheiten gibt. Wie von Zauberhand wird das kommende goldene Zeitalter mehr Energien freisetzen, die sie schneller als je zuvor in die Höhe heben werden. Auch diejenigen unter ihnen, die sich wenig Gedanken über ihre Bedeutung gemacht haben, werden spüren, dass dynamische Veränderungen stattfinden. Gerüchte werden umherfliegen, wobei sowohl die Annahme als auch die Ablehnung einige Meinungsverschiedenheiten hervorrufen, aber schließlich wird die Wahrheit ans Licht kommen. Es kann nicht auf unbestimmte Zeit unterdrückt werden und wird immer bleiben, unabhängig von Versuchen, es zu verbergen. Das Problem ist, dass sie so lange in ihrer Illusion gelebt haben, dass es schwierig ist, die Wahrheit zu sehen, die sie ersetzen muss. Es ist unbedingt erforderlich, dass ihr mit wenigen fixen Ideen in die kommende Periode eintritt, aber Änderungen zulasst, die deutlich die Richtung aufzeigen, in die eure Zivilisation geht. Es ist natürlich der Aufstieg, aber sein Pfad wird sich etwas schlängeln, bevor er klar vorgezeichnet ist. Erlauben Sie ihm, sich zu seiner eigenen guten Zeit zu entfalten, und wir werden Ihnen zur Seite stehen, um Sie in die richtige Richtung zu lenken. Die meisten Lichtarbeiter haben eine gute Vorstellung davon, was passieren wird, aber nicht unbedingt die feineren Details. Wir von der Galaktischen Föderation sind, wie Sie sagen könnten, am Rande unserer Sitze, da der Druck, weiterzumachen, fast unerträglich ist. Wir werden jedoch immer wieder sagen, dass es einen richtigen Zeitpunkt für das gibt, wofür wir hier sind, und alle werden dadurch viel besser vorankommen. In gewisser Hinsicht besteht keine Dringlichkeit, da unabhängig davon, was passiert, sie werden den Aufstieg wie beabsichtigt erreichen. Auf der anderen Seite wissen wir, je früher wir anfangen können, desto schneller werden wir ihre Unterstützung haben. In einer dramatischen Vorwarnung mahnt das Halbblut Lekartis, halb Leiadia, halb Reptiloide, die Menschheit vor ihrem Untergang. Falls ihr nicht sofort etwas unternehmt, gibt es kein Zurück mehr. Den Link zu dem Buch findest du ebenso unter dem Video wie auch den Link zu über 450 weiteren Inhalten über die Galaktische Föderation und den Hohen Rat der Plejaden, die nicht öffentlich zugänglich sind. Es geht leider nicht mehr ohne deine Hilfe. Du kannst Vibes aber bitte mit einem Energieausgleich unterstützen. Deshalb bitten wir euch, ihr Lieben, konzentriert euch bitte darauf, wohin ihr geht, und lasst alles von den niedrigeren Schwingungen an euch vorbeiziehen. Du betrittst nun schon seit geraumer Zeit die höheren Schwingungen und sie unterstützen dich in deinem Streben, aufzusteigen. Jede Seelenreise kann etwas anders sein als die einer anderen, aber im Prinzip sucht ihr alle nach einem Weg nach vorne, der euch aus eurer gegenwärtigen misslichen Lage herausführt. Abgesehen davon, dass sie zu ängstlich sind, sich Veränderungen zu stellen, gibt es keinen Grund, warum sie die Erhebung aus ihren gegenwärtigen Erfahrungen nicht begrüßen sollten. Wir von der Galaktischen Föderation erkennen die Müdigkeit und den Mangel an Motivation, die einige von ihnen zurückhalten, aber die Antworten kommen sehr bald und werden sie aus der Dunkelheit herausheben. Vertraue auf das, was für deine Zivilisation geplant wurde, um diesen Zyklus der Dualität mit einem hohen Ton zu beenden. Du gehst jetzt durch die letzten Tage, es ist an der Zeit, ihr Wissen zu teilen, da viele Fragen auftauchen werden, sobald die Wahrheit über unsere Anwesenheit bekannt gegeben wird. Wir von der Galaktischen Föderation können natürlich für uns selbst sprechen, aber an der Basis wird ihre Unterstützung dazu beitragen, den Weg für die Veröffentlichung der größeren Wahrheiten freizumachen. Denken Sie daran, dass nicht jeder Zugang zum Internet hat und viele nicht wissen, was kommt. Ihre älteren Menschen sind meist betroffen und kommen auch aus Generationen mit meist ganz anderen Denkweisen und brauchen ihre Hilfe. Sei sanft zu ihnen und gib nur so viel, wie du denkst, dass sie verstehen können, und stelle sicher, dass sie erkennen, dass alles gut wird.